Tja, Freunde, ist mal wieder soweit. Es wird der Outdoor gekocht. Gut. Leider nicht im Wald. Nach so einem 12, 13, 14 Stunden Arbeitstag ist das ein bisschen schwierig. Aber das ist jetzt eine Videoantwort für den guten Helmut. Helmut Janka von Janka Filmstudio. Filmproduktion. Und das ist unglaublich. Immer dann, wenn ich ein Video drehen will, kommt irgendein Nachbar an. Man will irgendwie was von mir. Moment. So, der Helmut hat ja zur Challenge rausgerufen. Wir sollen mal Outdoor was kochen, egal wie. Sei es ja, grillen. Nur halt nicht Dose auf, einfach rein. Fertig, sondern man soll schon einigermaßen frisch kochen. Gut, muss dazu sagen, für so ein Video jetzt noch extra Tomaten zu passieren, also oder den Mais, ja, wie sagt man, wenn man den Mais vom Kolben runterholt, weiß es nicht. Aber es ist auch mal, es ist semi-frisch. Helmut weiß Bescheid. Zuerst gibt es die Zwiebel. Ach, und die Kuh kann ich auch nicht gerade eben mal schnell schlachten. Das geht auch nicht. So, machen wir erstmal ein bisschen hier. Ein bisschen Äpfel rein. Ein bisschen. Dann werden wir mal die Zwiebel schälen, schneiden. Also ich habe für dieses Rezept jetzt keinen speziellen Namen. Ihr könnt euch ja einen ausdenken. Das weiß ich, Arthurs Hackfleisch-Eintopf oder so. Oder das Zwiebelmassaker. Birker Magnum Outdoor Cuisine Nummer 1. Nicht schlecht. Ohne richtig schön viele rote Zwiebeln. Schon mal wichtig. So. Wichtig, nicht mit der Schneide, sondern mit der Rückseite. So. Jo, hatte ich statt oben das Hackfleisch vergessen?
Kommt schon mal vor in dem Alter, ne? Rinderhackfleisch. Ich würde auch Stefan begrüßen. Stefan 123321, der mag nämlich Schweinchen. Na gut, weil. Aber der Stefan ist ja Vegetarier. Ich habe neulich noch ein Video vom Stefan gesehen. Da hat er mit dem Schwein geredet. Also mit so einem Stoffschwein. Meine Nachbarn, die hier rundherum wohnen, die wundern sich, warum der Brem hier unten im Garten auf so einem kleinen Gasgrill kocht. Weil das kann. Noch mal ein bisschen Knallgas geben, noch ein bisschen Öl dazu. Jetzt habe ich den Namen dafür gefunden. Arthurs Hackfleischmassaker. Arthurs Hackfleischmassaker. Ist gut, oder? Kommt nicht schlecht. Also gut, ich würde mal ganz kurz verraten, was da so alles reinkommt. Die rote Zwiebel, 500 Gramm Hackfleisch, gehackte Tomaten, Sonnenmais, Champignons und ein paar Kartoffeln. So in etwa habe ich das schon mal gekocht, und zwar im Wald. Na, ganz ehrlich, ich hatte heute einen 12-Stunden Arbeitstag. War noch schnell für das Video einkaufen. Muss mir noch vorstellen, bevor ich arbeite, muss ich noch eine Stunde vor aufstehen. Ja, jetzt sind seit Aufstehen heute Nacht um 1:30 wie viele Stunden sind denn da vergangen? Wir haben jetzt 3 Uhr. Wisst ihr Bescheid? So, und das kommt jetzt alles einfach so nacheinander hin hier rein. Mal runterdrehen. Als erstes die Tomaten. Nee. Als erstes die Champignons. Dann der Mais. Na, hätte ich vorher mal abgießen sollen, ne?
So, jetzt kommen noch die Kartoffeln da rein. Ich hätte einen größeren Topf mitnehmen sollen. Das wird was knapp. Natürlich vorgekochte Kartoffeln, klar. Oh, weia. Achtung, jetzt kommt ein Prüfwürfel rein. Einer. Ne, nicht vergessen. Ein einziger. Rinderbouillon. Das ist mal was anderes als Surströmming draußen. Ich rühre hier jetzt nur noch hier mit rum. Oder? Mal schauen. Arthurs Hackfleischmassaker. Gefällt mir. Vielleicht lade ich das ja auch als Video auf meinen zweiten Kanal hoch. Ich habe noch einen. Der heißt Food Report. Bisschen was runterdrehen. Jetzt kommen die Tomaten. Das ist fast so eine Art Chili con Carne. Nur ohne Chili. Aber mit Kartoffeln. Mit Kartoffeln con Carne. Aber ohne Bohnen. Arthurs Hackfleischmassaker. Und dass das, was ich da so koche und esse, mir schmeckt. Man sieht's. So, ich drücke mal auf Pause. Dann gebe ich noch mal ein bisschen Gas, ein paar Minuten ziehen lassen. Muss das ja nicht alles dabei. Muss ja nicht bei allem bei sein. Ne? So, also, noch ein bisschen Gas geben. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Fertig. Hab nochmal richtig schön Gas gegeben, dass es einziehen kann. Noch ziehen lassen. Dann kommt die nächste Nachbarin.
Nein, ja, fast. Allerdings in bewegten Bildern. Ein Video. Selfie. Wie koche ich Sardinensuppe? Nein. Arthurs Hackfleischmassaker für YouTube. Aber einen guten Appetit. Dankeschön. Ja. Hm. Na, die können wir gleich schön sauber machen. Also. Und? Sieht gut aus. So, jetzt wird gespachtelt. Na, Musik ist gratis heute. Also, guten Hunger. Ziemlich heiß. Ja, das war's eigentlich schon. So, Helmut. Läuft die noch? Da hinten machen sie wieder Bum-Bum-Musik. Na gut, Helmut. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Ich hoffe auch, dass das mit deiner Hüfte gut klappt. Und ja, wünsche alles Gute für deinen Kanal. Auf die nächste 1,5 Millionen Subscriber. Und mach weiter mit dem Truck Cooking, hat mir sehr gut gefallen. Da haben wir uns ja auch kennengelernt drüber. Übrigens, Helmut Jankas Filmschmiede kocht in seinem LKW immer auf diesem Gaskocher. Könnt ihr die Disco-Dudel-Musik hören? Deswegen ich gerne im Wald bin. So, danke fürs Zuschauen. Helmut, ich hoffe, dir hat es gefallen. Koch's mal nach, aber bei der Menge mach da lieber zwei Bouillonwürfel rein. Schmeckt mit Sicherheit besser. Also dann, bis die Tage. Guten Appetit. Hm. Tschüss. Tschüss, meine Dude, und schwenkt der Hut.